Wort als nächster Hannes Amesbauer von den Freiheitlichen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, Frau Minister, Herr Minister, geschätzte Damen und Herren. Also, wenn man die Wortmeldungen, die öffentlichen, die medialen Debatten, aber auch die laufende Debatte hier heute in diesem Haus verfolgt, dann bekomme ich zunehmend den Eindruck, dass Sie einerseits nicht nur argumentarisch flach sind wie eine Kaisersemmel von der SPÖ, sondern dass es Ihnen auch gar nicht um die Sache geht, sondern nur um Ihre Polemik. Und das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie wir eine Debatte führen sollten. Das ist auch nicht die Art und Weise, wie wir darüber debattieren sollten, im Sinne, wie es der Herr Muchitsch heute schon eingemahnt hat, meine Damen und Herren. Und man merkt es ja bei Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren vom Linksblock, von der SPÖ, dass sie sich in die Rolle der Opposition noch immer nicht eingefunden haben. Ja, Opposition ist nicht so einfach. Und als gelernter Oppositionspolitiker kann ich Ihnen eines sagen. Die parlamentarischen Instrumente der Sondersitzung, der dringlichen Anfrage, das sind mitunter die schärfsten Schwerter, die eine Opposition parlamentarisch zur Verfügung hat. Aber eines sollte man sich auch bewusst sein. Wenn man ein solches Schwert zieht, dann sollte die Klinge auch scharf sein. Und Ihre Klinge ist so dermaßen stumpf, argumentativ und inhaltlich, dass Sie nicht einmal ein Stück Butter damit beeindrucken würden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und in Wahrheit, und das haben ja schon Vorrednerinnen und Vorredner angeführt, und das hört man ja auch bei Ihren Wortmeldungen ganz klar heraus, in Wahrheit geht es Ihnen ja nur um eines. Ihnen geht es einzig und allein um den Einfluss Ihrer SPÖ-nahen Gewerkschafter und Betriebsratsfunktionäre auf der Ebene. Und was schafft diese Bundesregierung, was schafft dieses Parlament hier mit diesem neuen Gesetz? Sie verbessert die Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Arbeitnehmer, dass der Arbeitnehmer frei entscheiden kann, will ich länger arbeiten, will ich mehr Freizeit haben, will ich mir mehr Geld auszahlen lassen durch die Überstunden oder will ich Zeitausgleich gehen. Ja? Das sind die Freiheiten des Menschen, die wir mit diesem Gesetz stärken. Und das ist Ihnen ein Dorn im Auge, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wie in manchen Bereichen diese Vereinbarungen mit den rot dominierten Gewerkschaften funktionieren und ausgestaltet sind, das kann man am Beispiel der ÖBB ganz gut sehen. Die ÖBB wurden ja schon oft angesprochen. Und wissen Sie, ich habe viel Kontakt mit Eisenbahnern, sind ja nicht alle rote, werden auch immer weniger. Und wenn man da mit denen spricht über die Arbeitszeiten, dann merkt man, dass es bei der Eisenbahn, bei den ÖBB schon längst, auch unter Herrn Kern, gelebte Praxis war und ist, 12 Stunden und auch weit darüber hinaus zu arbeiten. Und diese Vereinbarungen mit den roten Betriebsräten haben dann oft so ausgesehen, dass die guten Eisenbahner, also jene, die bei der SPÖ sind, die besten Dienstschichten bekommen haben, und die schlechten, die dann vielleicht bei den Schwarzen sind oder bei den Blauen, die haben die schlechten Dienstraten bekommen. Das ist ihre Politik. Und meine Damen und Herren, ich finde es befremdlich, wirklich befremdlich, dass wir im Jahr 2018 hier im Parlament erleben, dass die Sozialdemokratische Partei ganz tief in die ideologische Mottenkiste hineingreift und den Klassenkampf wieder ausgräbt. In Wahrheit ist das, was Sie machen, Sie haben ja vom gesellschaftlichen Zusammenhalt, den Sie durch diese neue Arbeitszeitregelung gefährdet sehen, gesprochen. In Wahrheit ist das, was Sie machen, ein Spalten der Gesellschaft in diesem Land. Sie machen... Und bitte, bitte verabschieden wir uns endlich, verabschieden Sie sich endlich von diesem ewigen Unternehmerbashing. Das kann doch niemand mehr hören. Sie wissen ja ganz genau, Sie reden immer von den multinationalen Großkonzernen, Sie wissen ja ganz genau, dass die Masse der Arbeitsplätze in diesem Land von den kleinen und mittelständischen Unternehmern geschaffen werden. Bitte. Es hat ja kein Mensch etwas davon, wenn man die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer in dieser Art und Weise gegeneinander ausspielt, meine Damen und Herren. Und Sie haben ja in der ÖGB und in der Arbeiterkammer, beides Institutionen, die übrigens nicht der SPÖ gehören, auch wenn Sie das immer so darstellen, Sie beschäftigen ja dort eine Vielzahl an Funktionären und Juristen. Na bitte, dann klären Sie mal die Menschen auf, wenn es Ängste gibt, ja?
Und dieses Gesetz ist ja der Initiativantrag und auch der Abänderungsantrag durch die Präzisierung so dermaßen klar, dass es ohnehin kaum Interpretationsspielräume gibt. Ist ja alles klar festgeschrieben, das Ablehnungsrecht ohne Gründe, da steht schwarz und weiß drinnen. Das ist gut gemacht, das versteht ja bitte jeder. Und wenn es Ängste gibt, gehen Sie her mit Ihren Funktionären und Juristen im ÖGB und in der Arbeiterkammer und nehmen Sie den Menschen die Ängste. Klären Sie sie auf über arbeitsrechtliche Belange. Aber wenn Sie das nicht machen oder wenn Sie das so machen, wie Sie es jetzt praktizieren, dann schließe ich daraus, dass Sie entweder diesen Gesetzestext nicht gelesen haben, dass Sie ihn nicht verstanden haben oder dass Sie gar den Menschen bewusst die Unwahrheit erzählen. Und das ist nicht redlich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und Sie haben ja zur Sachlichkeit aufgerufen, aber wenn man sich Ihre Presseaussendungen durchliest, wenn man sich auch vor allem heute zu Beginn der Sitzung Ihr Verhalten angesehen hat, dann hat man ja den Eindruck, dass Sie dieses Hohe Haus mit einem Fußballstadion verwechseln und Sie sich im Fansektor befinden, hat ja in der zu Mittag gerade noch gefehlt, dass Sie nicht ein bengalisches Feuer gezündet haben, aber da hätten Sie dann ohnehin ein Problem mit dem Bürotechnikgesetz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und zur Diktion der SPÖ, es war nicht lustig, aber Ihre Zwischenrufe sind auch nicht lustig, Herr Schieder. Zur Diktion der SPÖ. Zur Diktion der SPÖ. Es ist heute schon gefallen und es wurde auch in Presseaussendungen gemacht, wo Sie die Bundesregierung und insbesondere die FPÖ als Arbeiterverräter titulieren. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, kehren Sie vor der eigenen Tür. Schauen Sie sich die Wählerstromanalysen der letzten Wahl an. Wie viel Prozent hat die SPÖ bei den Arbeitern gehabt? 19%. Die Freiheitliche Partei hat 59% gehabt. Ja, glauben Sie, wir sind so dumm, dass wir diese Menschen verraten? Im Gegenteil. Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben uns Freiheitliche auch bezeichnet in einer Aussendung als Stiefelknechte der ÖVP. Ich meine, das ist ja abenteuerlich. Wir sind von niemandem ein Stiefelknecht oder sonst irgendwas. In Wahrheit ist es Ihr Neid, vor allem der Neid des Herrn Kern, der wieder mal nicht anwesend ist, dass Sie es nicht geschafft haben, mit dem Herrn Kern eine gute Zusammenarbeit in der Regierung zu schaffen. Jetzt haben wir eine Bundesregierung, wo FPÖ und ÖVP an der Spitze mit Bundeskanzler Kurz und Vizekanzler Strache, aber auch auf parlamentarischer Ebene, dass wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten, dass diese Zusammenarbeit von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist und vor allem von dem unbedingten Willen, Österreich zum Besseren zu verändern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, beenden Sie die Polemik, kehren Sie zurück zur Sachlichkeit und die Arbeitnehmer und Unternehmen in diesem Land können sich auf diese Bundesregierung verlassen. Die Sozialdemokraten graben mit ihrer Kritik den Klassenkampf wieder aus und spalten die Gesellschaft, sagt Hannes Amesbauer von den Freiheitlichen.